Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es gerade 37 in Deutschland und es geht wieder auf Tour für mich. Ich fliege heute nach Ägypten und ich nehme euch mit. Ich möchte so ein Tagebuch machen von jedem Tag und heute starten wir mal mit der Anreise. Viele von euch sind ja noch nie geflogen und ich zeige euch erstmal, wie das Ganze so abläuft. Das heißt, ich nehme euch heute mal mit zum Flughafen und filme da auch ein bisschen. Hier ist mein Gepäck. Ich habe zwei Gepäckstücke bei. Einmal 25 Kilo Tauchgepäck und einmal 20 Kilo so. Ja, und jetzt warten wir aufs Taxi. Boah, ist ja kalt. Willkommen am Düsseldorfer Flughafen. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist unser Gepäck aufgeben. Das heißt, dafür gehen wir an die großen Tafeln, die hier überall stehen, auf den Abflug steht, und gucken da, wo unser Flug ist. Wir fliegen mit Condor von Düsseldorf nach Uganda um 9.15 Uhr und back in business, also wieder Business Class. Und jetzt gucken wir erstmal, wo hier Uganda drauf ist. Da haben wir es auch schon. Da unten. DE 068 Uganda 9.15 Uhr 195 bis 200 A72. So, da vorne ist Condor. Und da geben wir jetzt unser Gepäck ab und checken quasi ein. Beziehungsweise ich habe schon eingecheckt. Ich muss nur noch mein Gepäck abgeben. Da gibt es dann diese Air France Service Schalter Premium. So, Baggage Drop. So, hier gehen wir rein. Ich muss dann hier den Parcours rennen. Moment. Ich habe jetzt meine Bordkarte hier erhalten. Mit der kann man rein. Ich muss jetzt noch eben kurz in die Apotheke und dann gehen wir zum Security-Schalter. Es geht zum Flieger. Mit ein bisschen Verzögerung. Und weil ich schon gehört habe, wir haben keine Beinfreiheit. Gerne. Naja, nehme ich schon mit in der Tasche. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, dann du, oder? Hallo. Hallo. Mit ca. einer Stunde Verspätung ging es dann auch endlich los. Ich bin jetzt hier in der Premium Class und da wird Beinfreiheit komplett neu definiert. Nicht so das Wahre vom Mai, aber naja, dafür hat man einen geilen Ausblick. Ich zeige euch das mal. Ich bin ja schon oft hier rüber geflogen, ne? Aber ich habe selten so einen klaren Ausblick über die Alpen bekommen. Und das sieht mal wirklich richtig, richtig geil aus. Leider seht ihr wahrscheinlich in diesem Video nicht so die Tiefe, die ich so sehe. Aber ist auf jeden Fall schon schmeckhaft. Wir fliegen 4 Stunden jetzt nach Uganda, 4,5 Stunden. Dort herrschen so ungefähr 19 Grad, also ein bisschen wärmer als bei euch. Aber naja, 3 Stunden noch. Angekommen und hier herrschen milde 18 Grad. Können auf jeden Fall 3 Grad wärmer sein. Jetzt erstmal zum Gepäck. Freunde, ist schon eine erste Stimmung hier. Da mein Flug Verspätung hatte, hat sich mein Fahrer, der mich hier abholen sollte, gedacht, ich bringe die anderen schon mal zum Schiff. Jetzt bin ich hier angekommen. Ihr seht das hier. Das ist so ein riesengroßer, überdachter Bereich. Und bin hier rumgerannt, rumgeirrt, habt ihr nicht gefunden. Und Ende vom Lied ist, jetzt kam der gerade wieder. Mir haben schon andere Leute einen Platz auf ihrem Schiff angeboten, so weit waren wir schon. Und ja, jetzt geht's zum Hafen, dann geht's aufs Schiff und dann werde ich wahrscheinlich dieses Video hier schneiden. Aber das Internet ist nicht so gut. Ich habe mir jetzt gerade hier am Flughafen für 15 Euro so eine SIM-Karte geholt. Müssen wir mal schauen, ob das was taugt. Ich berichte. Ja, hier ist meine Kabine, Freunde. Das ist jetzt mein kleines Reich. Ihr seht es. Es ist gemütlich. Ne? Also wir haben hier ein Bettchen. Sieht durch den Spiegel jetzt wesentlich größer aus. Dann haben wir hier eine Nasszelle.
Also auch alles einfach ja, zum Duschen, ne? Muss reichen. Und bin hier auf dem Oberdeck, also sprich hier habe ich dann morgen schönen Meerblick. Ja, aber momentan alles dunkel. Ich gehe jetzt mal runter und guck mal, was los ist. Guten Abend. Wir haben es gerade 21.20 Uhr hier in Ägypten. Das heißt, bei euch eine Stunde früher. Und ich befinde mich hier gerade schön gemütlich in meiner Kabine. Ihr seht es hier. Ich liege hier in meinem Bettchen und werde jetzt gleich das Video noch fertig schneiden, damit ich zumindest das erste Video fertig habe. Vielleicht lade ich das Ganze noch hoch. Muss ich mal schauen, wie schnell ich damit fertig werde. Ich wollte aber so ein kleines Resümee des ersten Tages abgeben. Die Anreise war vollkommen in Ordnung. Ich bin mit Condor geflogen. Das hat kostet, wenn man jetzt kein Tauchgepäck hat und nicht Premium fliegt, 50 Euro der Flug. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe 100 bezahlt, auch kein Thema. Du bist in 4,5 Stunden hier. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, da es halt doch schon kalt ist. Liebe Freunde, es ist hier wirklich kalt. Wir haben jetzt gerade 18 Grad draußen und es weht ein richtig eisiger Wind. Also wirklich, ich renne jetzt hier gerade im T-Shirt rum und barfuß. Morgen sind auf jeden Fall Socken am Start und ein Pulli, weil das ist schon ein bisschen schattig. Vom Schiff her, wir sind momentan 19 Taucher an Bord und 9 Besatzungsmitglieder. Es ist ein bisschen eng. Also man merkt schon so beim Essen oder so, das war egal. Ich habe jetzt schon ein paar Tauchsafaris hinter mir und auf dem Buckel. Das ist bisher so das Beengendste, sage ich mal. Müssen wir mal schauen, wie sich das so entwickelt, auch gerade beim Tauchen. Das Tauchdeck werdet ihr die Tage nochmal sehen, das werde ich nochmal filmen. Das ist auf jeden Fall schon eine etwas andere Klasse als das, was ich bisher getaucht habe, beziehungsweise auf den Booten, wo ich bisher war. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber was auf jeden Fall mal was anderes ist. Gut, morgen früh sieht das Ganze so aus. Ich werde euch hoffentlich wieder mitnehmen mit der Kamera, zumindest habe ich das vor. Morgen früh um 7 Uhr geht hier einer über Schiff und weckt uns. Also das heißt, dann wird dann dick und fett angeklopft. Und um 7.30 Uhr ist Frühstück. Bin ich mal gespannt, was es hier gibt. Und wir machen unseren ersten Tauchgang gegen 11 Uhr. Ja, ich glaube, gegen 11 Uhr machen wir den ersten Tauchgang. Das ist dann der sogenannte Checkdive, wo man guckt, ob man genug Gewicht dabei hat, ob man wo man seine Ausrüstung richtig konfiguriert, weil ich bin jetzt momentan gut im Training. Ich habe meine 150 Tauchgänge jetzt in anderthalb Jahren, aber es gibt halt Taucher, wie zum Beispiel Amanda. Amanda, ohne Scheiß, richtig krass, die kommt aus Seattle und ist nur um hier hinzukommen 36 Stunden geflogen. Die war 36 Stunden jetzt unterwegs, um hier hinzukommen, um jetzt hier eine Woche so eine Tauchsafari zu machen. Und dann fliegt die wieder, okay, 24 Stunden zurück. Puh, also Hut ab. Ansonsten, es sind ein paar Deutsche da. Es sind sogar viele Deutsche da. Amanda kommt aus Seattle. Wir haben einen Österreicher drauf und ich glaube 2-3 Polen, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Da habe ich jetzt noch nicht nachgefragt, aber auf jeden Fall bisher alle cool. Ist jetzt nicht irgendwie sogar sehr cool. Mit Sarah. Sarah macht auch so ein bisschen Tauchbusiness. Das kann noch sehr interessant werden. Müssen wir mal gucken. Ich will jetzt auch nicht zu viel brabbeln. Gucken wir mal. Vielleicht kommt mal was mit Sarah. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ich irgendwas speziell für euch aufnehmen soll. Ich habe schon, alle wissen hier, dass ich YouTuber bin. Das hat sich irgendwie hier schon relativ schnell rumgesprochen. Sarah hat davon mitgekriegt. Amanda und dann die anderen irgendwie, weil der eine hat eine Drohne dabei. Vielleicht gibt es da noch Drohnenaufnahmen für euch, wenn der lieb und nett ist und mir ein bisschen was gibt. Dann könnt ihr vielleicht auch noch ein Dröhnchenaufnahme bekommen. Auf jeden Fall, so wie ich das mitgekriegt habe, hat hier keiner irgendwie groß Probleme, wenn ich hier mit der Kamera rumlaufe. Also, wenn ihr irgendwas wissen wollt, abgesehen jetzt vom Tagesablauf oder pipapo, dann lasst es mich wissen. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze auf Band kriegen. So, ich werfe mich jetzt hin, beziehungsweise ich werde jetzt das Video schneiden. Ich versuche es heute noch hochzuladen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Deswegen ist hier
vielleicht jetzt nicht so viel Musik drunter und Schnittbilder habe ich. Ich habe gar keine Schnittbilder gemacht, also irgendwelche Szenen, die ich dazwischen hauen kann, habe ich gar nicht. Ihr könnt mir gerne, lieben gerne, könnt ihr mir auf Instagram folgen oder auf Polarsteps. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Das sind zwei Apps. Instagram kennt ihr alle und Polarsteps ist so eine Mischung aus Instagram und GPS-Tracker. Da könnt ihr dann sehen, wo ich gerade genau bin. So. Ich bin raus. Gute Nacht, gut Schuss und gut Luft. Euer Commander Baucher, der sich jetzt an Stein begibt. Tschüss.